schon schauen, ne? Das ist schon gut an. Aber es. Ich meine, das ist offen Holland, ne? Das ist von vorne bis hinten ein Sportcut und ein Sportendschalldämpfer. Dort war es. Das war es. Nicht, dass man noch denkt, ich bin der Vollbauer. Obwohl. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Cayman 718 GT4. Wir haben schon mal einen GT4 da gehabt, der war auch weiß. Hat damals eine Stage 1 bekommen, ist schon was länger her. Es war im Sommer 2020, kannst du ja mal einblenden. Dieses Fahrzeug hier bekommt jetzt eine fette Stage 2. Eine komplette Friedrich Performance Manufaktur Abgasanlage mit allem drum und dran. Von bis. Krümmer, Cut. Der Endschalldämpfer, Klappenanlage, Bum, Bang, werden wir noch drauf eingehen. Ist brandneu, ich weiß zwar nicht, wann das Video kommen wird, aber wir haben ja gerade Anfang März und wir sind, glaube ich, die ersten Kunden, die jetzt eine gerade kriegen. Und bin mal gespannt, was bei rumkommt. Soundmäßig, glaube ich, wird es ein richtiges Orchester und leistungsmäßig hoffe ich das auch. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch mal 100 auf 200 auf der Autobahn und nehmen das einfach noch mal von Grund auf für euch mit und dann, ja. Bei schönen 4 Grad und Semislicks. Pilot Sport Cup 2 Reifen. Kevin freut sich. Ist kein Allrad diesmal, ne? Weißt du? Möchtest du dann als Einleitung kurz den Zuschauern einmal erklären, was dir gerade widerfahren ist? Ich war selber nicht dabei, aber ich glaube, Kevin. Es war sehr peinlich, ja. Es war wie folgt: Das Auto stand drinnen. In der Halle. In der Halle. Ich sollte rausfahren und. Das Auto stand natürlich so, dass ich nicht in einem Zug einfach rausfahren konnte. Und deswegen hatte ich Angst, das Auto irgendwo gegen eine Mauer zu fahren. Weil ich hatte vorne 30 cm Platz, hinten 30 cm Platz. Bin eingestiegen, grundsätzlich gar kein Problem. Fahren gar kein Problem. Führerschein auch schon seit 7 Jahren und schon viele Autos, glaube ich, bewegt. Lange Rede, kurzer Sinn, wie der Herr Kubasik immer sehr gerne sagt. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe die Kupplung kommen lassen, hab Gas gegeben, Auto hat sich keinen Zentimeter bewegt. Das habe ich 2-3 Mal gemacht. Dann stand schon der Fabi neben mir, hat so gemacht und ich so, Fabi, ich krieg's nicht hin, es tut mir leid. Vor allen Dingen, ja, und dann ist er eingestiegen und hat es ohne Probleme geschafft. So. Woran lag's jetzt? Weil das Ding hat eine Kupplung, das Ding hat eine Gangschaltung, Ding hat ein Kupplungspedal. Ich habe zu wenig Gas gegeben. Was? Ja. Oder, also du kannst den ohne Gas anfahren. Ja, das habe ich. Ich habe das Verhältnis von Kupplung und Gas, so wie man das schön in der Fahrschule lernt, das habe ich einfach. Ja. Wahnsinn. Ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil Fabi kam ja, als ich gerade runterkam, meinte, den kann man nicht mehr starten. Der hat sich da schon ziemlich gedisst. Ja. Ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden, was er will. Ich verstehe es immer noch nicht, wie das passieren konnte, aber... Ich weiß auch nicht, vor allen Dingen... Ich sag mal so, Kurzfassung, es spricht nicht für dich. Es spricht nicht für mich, vor allen Dingen ist das... Unfassbar. Das Auto ist ja mein Traumauto. Nee, der 981 hast du gesagt. Du hast gesagt, damals der 981, ja, aber der GT4. Die ganze GT4, also ganz ehrlich, das macht den Braten auch nicht fett, ob das ein älteres Modell ist oder ein neueres Modell. Das ist letztendlich GT4... Ja, bleibt nicht GT4, aber es ist... Okay. So. 100, 200. Aber 9,7 Sekunden. So, eine ganz krasse Sache. Wir haben schon mal so ein Auto gemessen. Im Sommer letztes Jahr bei 25, 28 Grad. Hier haben wir jetzt 6 Grad. Und wir fahren einfach mal statt 10,1, 9,7. Gut, ne?
Mit Stage 1 sind wir gefahren, 9.3 oder so, ne? Damals, ja, ja. Aber ich habe ihn angefahren bekommen, da bin ich ja schon mal relativ weit gekommen heute, oder? Also, gemessen haben wir, alles gut. Das Auto bleibt eine Woche bei uns. Wir haben jetzt nur schon mal die Eingangsfahrt gemacht. Wir gucken, ob heute auch noch die Eingangsmessung kommt. Die nehmen wir für euch natürlich mit, die Eingangsleistungsmessung. Und dann wird, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Fabi oder Leon oder Felix, einer wird den Umbau machen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber dann nehmen wir euch mit. Und das wird auf jeden Fall heute nicht fertig, das Auto. In diesem Sinne, bis später. Manso hat die Abgasanlage in Windeseile ausgebaut. Kommen wir erstmal zur Originalen. So sieht die originale Abgasanlage komplett aus. Ab Zylinderkopf. Da hast du einmal hier die Krümmer mit Cut. Verbindungsrohr mit OPF. Und Schalldämpfer. 10.000 Kilometer alt. Ja. Komplettanlage. Einmal Fächerkrümmer mit Längenausgleich komplett mit Verbindungsrohr und Sportcuts, einem Endschalldämpfer mit Klappenanlage. Warum, weshalb, wieso macht das auf einmal? Es machen ja sehr viele diese Thermoisolierung. Ne? Ich versuche es mal ganz einfach und schnell zu erklären. Hast du ein gutes Grundmaterial, wie hier Edelstahl, kannst du das Material auch natürlich besser belasten. Das kann mehr Hitze ab. Das heißt, du kannst es einpacken. Dadurch wird das Material hier, es wird alles viel heißer, weil du weniger Abstrahlhitze hast. Du hast fast, also du hast natürlich noch eine gewisse Abstrahlung, aber du kannst teilweise anfassen. Ich meine jetzt hier wahrscheinlich jetzt nicht direkt, aber es gibt so richtig krass verpackte Sachen, da kannst du fast anpacken. Ne? Das hatten wir beim Ferrari mal, das haben wir mal probiert. Da konntest du wirklich mal so machen, hast dich nicht verbrannt auf jeden Fall. Dadurch hast du natürlich hier die ganze, das ganze Areal hat weniger Abstrahlhitze. Die Hitze bleibt gebündelt im Material und geht halt raus. Gerade hier, wenn du natürlich dann bei Fahrzeugen hast, wo dann irgendwo eine Ansaugung in der Nähe ist oder, hast du halt absolut null Probleme mit thermischen Belastungen rundum und die ganzen Peripherie. Wenn du das mit einer Serienanlage machen würdest, wird die irgendwann reißen und kaputt gehen, weil das Material einfach gar nicht so viel Hitze ab kann. Deswegen machen das jetzt sehr viele Firmen, die sich mit Abgasanlagen, Downpipes beschäftigen, dass sie die wirklich komplett einmal thermoisolieren. Sonst würde ich sagen, wird der Manso die... Manso, fängst du jetzt wieder an einzubauen schon? Morgen. Morgen, weil Dichtung nicht da. Haben wir mitgedacht, wa? Nee, es war gar nicht geplant, dass wir heute schon mit dem Auto anfangen. Dann warten wir jetzt bis morgen. Ja, ich bin gespannt. Es wird, also, ich glaube, das wird soundmäßig, ich kann mich nur wiederholen, ich glaube, das wird geil. So mit Handschalter, handgerissen, mit dem Autoblip. Da freut sich einer, der hinter der Kamera steht. Gut. In diesem Sinne.
Wir haben eine Eingangsmessung von 434,1 PS und 419 Newtonmeter, also sind wir sehr gut im Futter. Was haben wir jetzt hier gemacht? Natürlich müssen wir hier einige Sachen anpassen, nicht nur fürs Tuning, sondern natürlich auch für die Abgasanlage, sprich eine Cut-Effizienz-Kodierung, dass der dass keine Cut-Lampe angeht und OPF. Was wir jetzt auch machen hier ist Drehzahlanhebung von 8000 auf 8300 Umdrehungen. Das wird uns, glaube ich, auch, also das hilft auf dem Track natürlich immer bei solchen Autos, aber natürlich jetzt auch für die ganzen Zeiten-Junkies wird das, denke ich, auch ein Vorteil sein, der sehr positiv ist. Selbst wenn wir jetzt die Mehrleistung hätten, aber bei 8000 Serie begrenzen würden, wären wir nicht so zeiteffizient, sage ich mal. Die Mehrleistung resultiert natürlich durch unsere Softwareanpassung Stage 2 und der kompletten Abgasanlage von Friedrich Performance Manufaktur. Haben wir eine Endleistung von 466,7 PS und 476 Newtonmeter. Habe ich auch einen Fabi gefragt, weil wir hier zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen haben wir hier so ein Loch. Das sehe ich auf dem Datensatz absolut nicht. Ich sehe auch im Log nicht, warum, verstehe ich nicht. Während der Fahrt, sagt der Fabi, merkt er das auch absolut nicht. Man muss dazu sagen, er hat auch nur zweimal gemessen. Trotzdem, das verstehe ich nicht, aber aus Auto läuft auf der Straße super sauber. Fabi ist ja schon gefahren. Ne? Und er sagt, auch soundmäßig ist das unfassbar. Werden wir aber gleich sehen. Also 466 PS, das sind dann eine Differenz, eine Leistungsdifferenz von 32 PS zwischen Serienauto und Stage 2 Plus Auto und 27 Newtonmeter. Ne? Ganz männlich, oder? Also auf ins Auto. Aber das ist schon, ne? Das ist schon ein Sound, ne? Hört sich schon gut an. Aber das ist. Ich meine, das ist offen Holland, ne? Das ist von vorne bis hinten ein Sportcut und ein Sportendschalldämpfer. Das war es. Das war es. Nicht, dass man noch denkt, ich bin der Vollbauer. Obwohl. Naja, gut. Puh. Dann schauen wir jetzt gleich mal. 9,7 hatten wir Serie, ne? Genau. Und damals mit einem getunten 9,3, ne? 9,4. Okay. Ja, damals war der aber auch langsam in der Serie, ne? War auch wärmer und 1, ja, genau. Höher, wie ich vorhin erklärt habe, kommt dem Ganzen natürlich auch zugute, aber finde ich eine Ansage. 465 PS, ne? Krass. Laut ist er. Gefallen tut er dir. Ja. Bitte? Danke. Ciao.